Seid gegrüßt, liebe Leute, neue Runde hier City Skylines mit leichten Wackeleffekten gerade zu Beginn, wenn die Sonne aufkommt scheinbar. Da hinten geht die Sonne auf. Ja, wir haben praktisch den ersten Tag rum. Neuer Tag beginnt. Warum flackert das so? Ist das normal mit der Sonne, wenn das am Anfang so flackert? Komische neue Schatteneffekte. Naja gut, das Spiel ist noch, wollte gerade sagen, in der Entwicklung ist eigentlich nicht richtig. Ne? Das Spiel ist auf jeden Fall noch dabei, gepatcht und verbessert zu werden. Das ist auf jeden Fall richtig. So, wir haben große Nachfrage nach Industrie und nach Gewerbe. Wohnungen haben wir hier ganz gut abgegradet. Das ist ja praktisch unser erstes richtiges Wohngebiet. Da müssen wir noch für Bildung sorgen. Da werden wir wahrscheinlich irgendwo eine Stichstraße mal bauen müssen hier und dann irgendwie auch für Bildung sorgen. Oder hier, vielleicht haben wir an dem Friedhof noch ein bisschen Platz. Wir gucken mal. Also, Bildung. Die Bildungsstadt umfasst die Schulen und so weiter. Bildungsgrad, Bildungsbio. Grundschule kostet 100.000, höhere Schule. Ja, die ist aber, ach, ist alles riesig. Also hier passt sie mit dem Kreisverkehr nicht, da passt sie mit dem nicht. Wenn wir das hier packen, nehmen wir uns super viel Wohngebiete weg. Ich habe noch keine Ahnung. Aber doch, die haben, glaube ich, ein ganz großes Einflussgebiet mittlerweile. Dann können wir hier drüben die Schulen bauen. Hier ein Kreisverkehr. Hier bauen wir mal einen Kreisverkehr rein. Mit einer, was ist das? Eine Trennwand in der Mitte, die beide Richtungen befahrbar ist. Minus 9, ja gut, so ist 90 Grad, so sehe ich das jetzt auch mal. So, machen wir das schon mal. Vielleicht später von hier nochmal eine Brücke rüber machen. Könnte Sinn machen, weil sonst haben wir nachher nur hier so eine Verkehrshauptader. Noch gar nicht geguckt, habe ich eigentlich schon irgendwo so ein Straßen Belastungsgeschichte, von wegen, wie sehr ist der Verkehr? Hier ist der Verkehr. Ja, das dachte ich mir schon, also hier sind schon Knotenpunkte. Im Friedhof vorhin scheinbar auch so viele. Weiß ich nicht, warum da schon so rot ist. Und hier die Industrie. Ja, wie gesagt, auch. Wir können das wahrscheinlich schon noch ein bisschen, also wie gesagt, wenn wir hier dieses Land kaufen, aber versuchen, in dieser Autobahn eine Abfahrt zu bauen und auch eine Auffahrt zu bauen, die dann irgendwie sich mit einer großen Straße hier mit dieser Industrie verbindet, wäre das wahrscheinlich schon mal eine Maßnahme. Aber es geht noch. Verkehr fließt noch, kann man sagen. So. Vierspurige Straßen sind auch eigentlich so Standard irgendwie, ne? Das ist die kleinen Straßen, ist meistens schon zu wenig. Man muss alles viel größer bauen als bei dem alten Spiel. Macht auch Sinn, weil die Karte einfach unglaublich groß ist, ne? Da muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Hier die Grundschule. Können wir eigentlich noch hier noch weiter rein? Wie groß ist die andere Schule? Die andere Schule ist so groß. Müssen wir eigentlich, ja gut, schnell. Nee, will ich jetzt gar nicht. Bildung fürs Volk. Ist hier gerade so rein. Trotzdem auch so ein bisschen hier Notiz machen, habe ich bisher noch gar nicht so richtig.
So. Das ist echt ein riesiges Gebäude, ja. Schön aber, mir gefällt's. Aber wenn man sonst überlegt, finde ich die Schulen, die man sonst immer gebaut hat, wenn man sich so erinnert an die alten Teile, die waren so groß wie so ein Haus. Und sollten dann eine Schule darstellen. Und jetzt haben wir richtige Gebäude. Das ist echt schick. Gefällt mir. Sehr, sehr, sehr schön. Da müssen wir gucken, ne? Mit vierspurig sind wir hier erstmal angebunden. Das wird natürlich diesen Knotenpunkt jetzt noch stärker fördern. Wir haben noch eine hohe Gewerbe- und Industrienachfrage. Ich möchte eigentlich das hier mit diese Parzellen nochmal jetzt hier kaufen. Ja, und Gewerbe. Wir müssen natürlich schon weiter groß denken, ne? Ein großes Wohngebiet irgendwo aufziehen. Das sollte ja eigentlich reichen. Hier haben wir Industrie relativ viel. Da ist die Karte dann auch zu Ende. Ganz viel Wald. Hier ist relativ viel Binnenwasser. Hier ist auch noch ganz, ganz viel Land. Generell ist hier viel Land. Hier ist noch viel Schienenverkehr. Also hier muss man irgendwas mit dem Bahnhof wahrscheinlich später auch noch machen. Aber so weit sind wir noch lange nicht, ne? Industrie in die Richtung. Jetzt überlege gerade mal so ein bisschen, ob ich denn hier vielleicht auch noch Wohngebiete mache. Hier drüben Gewerbegebiete, weil die Wohngebiete haben ja dann auch einen guten Bereich hier zur Schule. Industrie, klar, ne? Industrie muss hier weiter siedeln. Wupp. Ausbaustufen, wie sehe ich das denn? Aufwertung. Verstehe ich nicht. Wie kann ich denn sowas sehen? Ausbaustufen. Schüler 78 von 1000, Schülern 220 von 800. Sportplatz. Achso, das sind Aufwertungen. Alter, krass. Das gehört also alles noch zu dieser Schule. Jetzt? Erweiterungsflügel. Die Schule wird vergrößert um mehr. Das ist hammer cool. Das finde ich ein super Feature, ehrlich gesagt. Das Gute ist ja, man muss nicht abreißen. Man kann ja verlagern. Also was hierhin verlagern. Hier würde man irgendwie noch einen Flügel, wie auch immer. Hier wohl auch. Und hier muss man noch einen Sportplatz anbauen. Cool gemacht. Cooles neues Feature, meiner Meinung nach. Kann auch sein, dass wir später hier halt noch eine Brücke rüber bauen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt von dieser Straße runterkommen würde mit einer Einbahnstraße, ne? Ich das richtig verstehe. Da muss ich aber auch, brauchen wir ja gerne schon. Vierspurig runter macht eigentlich keinen Sinn, aber zweispurig runter muss es schon sein, ne? Das ist aber auch keine richtige Autobahnabfahrt, wenn ich das richtig sehe. Große Straße, Schnellstraßen. Kann das sein, dass es noch nicht freigeschaltet ist, liebe Leute? Das ist ja nicht das, was ich eigentlich dachte hier. Ja, müssen wir. Kommen erst später die Autobahn. Wenn der Verkehr schon zusammengebrochen ist, wahrscheinlich, ne? Gut, also darauf müssen wir achten. Einige Gebäude haben halt auch noch Ausbaustufen. So,
Also Kosten sind aber auch furchtbar. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir weiter ausbauen. Ja, also das merke ich. Man muss echt größer denken. Größer, größer. Und das soll trotzdem später wahrscheinlich weiter so eine Hauptverkehrsader bleiben, die wir dann wahrscheinlich noch auf noch mehr spurig ausbauen. Wir haben jetzt schon gesehen, wie groß so ein Sportplatz wird. Hier erstmal so ein Standardkreisverkehr rein. Habe ich richtig getroffen. Hier haben wir ungefähr erstmal bis hier. Dann gehen wir auf Kurven. Schließen hier erstmal so an. Weiß aber nicht, ob man jetzt schon mit zweispurig, also gefühlt ja, wenn man hier sieht, was hier alles in Autos parkt, wirkt das alles schon ziemlich eng bei denen da. Jetzt kann ich unbedingt mal Kurven bauen, oder? Oh, bin ich, nee, das wollte ich jetzt nicht. So. Also kann man später einfach raufsetzen, ne? Ohne Probleme. Das geht hier, glaube ich, tatsächlich auch relativ einfach, ja. Nimmt da ein bisschen Gebiete weg, aber ach schon. Also hier nochmal connecten, weil an sich ist es eine ziemlich lange Gerade. Ich glaube, da können wir schon noch eine gute Zwischenconnection bauen. Dieser Knick hier ist jetzt nicht so schön geworden, aber ist egal. Ne? So, wir brauchen Wohngebiete. Wir haben jetzt hier sogar schon diese Wohngebiete hier. Kleine Mehrfamilienhäuser im europäischen Stil, Reihenhäuser im europäischen Stil. Wohnung mit geringer Dichte. Geringe Dichte kommt ans Wasser. Erstmal. Denn hier... Jetzt brauchen wir aber erstmal, jetzt haben wir Hammer für Wohngebiet ausgewiesen. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal Hammer für Industrie, Gewerbe und so weiter und so fort. Würde ich auch mal straight hier einfach ungefähr irgendwann weiterziehen. Und hier ein großes Gewerbegebiet erstmal entstehen lassen. Ja. Machen wir mal platzmäßig so, wie wir es. Kleiner Platz dazwischen kann nicht schaden. Manchmal war es besser, sozusagen nur auf einer Seite anzukommen und die andere Seite erstmal in Ruhe zu lassen. Dann aber sozusagen im Gegensatz den Spaß hier nochmal zu machen. Hier könnte man, naja, muss man mal gucken. Also die Route ist recht gut, die andere ist vielleicht zu kurz.
Wir müssen Stromproduktion und verkaufen den Überschuss an den Rest der Welt. Alles gut. Ja, jetzt schon so viele Nachrichten kommen, wie kommt man da später bei dem Nachrichtenfluss dann noch hinterher? War das für eine Nachricht? Entwicklung. Was haben wir jetzt? Wir haben 3 Punkte. Also Notstrom könnten wir machen. Gaskraftwerk ist wahrscheinlich schon ein bisschen sauberer als ein Kohlekraftwerk. Eine Wasseraufbereitungsanlage. Ein Krankenhaus wäre nicht ganz verkehrt, ne? Aber ist auch wieder hammerteuer. Wir brauchen irgendwie erstmal, eigentlich brauche ich mehr Geld. College. Eine Verbrennungsanlage ist immer gut, ne? Verbrennt Müll und produziert aus der Wärme Strom. Die Verbrennung produziert erhebliche Bodenverschmutzung sowie geringe Luftverschmutzung und Lärm. Recyclingzentrum sammelt und sortiert Müll und produziert dabei wiederverwertbare Materialien. Durch den Weiterverkauf des sortierten Materials werden Einnahmen für die Stadt erzielt. Das hört sich gut an. Und für Einnahmen für die Stadt. Ja, nach wie vor sieht cool aus, muss man sagen, ne? Das schockt schon. Unser Strom aktuell. Kann man am besten, glaube ich, hier unten klicken, oder? Export noch 15.000. Haben wir doch ordentlich Geld gekriegt. Jetzt geht's schon, also noch weiteres Darlehenslimit, Dienstleistungsbudgets. Stadtdienstleistungsbudgets können herabgesetzt werden, falls Ausgaben eingespart werden müssen. Je weniger Geld allerdings ist die Dienstleistung fließt, desto mehr leidet die Qualität. Nutztierhaltung. Nutztierhaltung ist Spezialindustrie, kann auf beliebigen Untergrund platziert werden, um Nutztiere zu produzieren. Steinbergbau, Brände, Unfälle, also hier, ne, warte. Steinbergbau, Spezialindustrie kann auf einem beliebigen Ort platziert werden, um Steine zu fördern. Feuerwehr und Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, Polizeiwache. Und wir haben 4 Entwicklungspunkte. Kleiner Schutzraum, was ist für Naturkatastrophen? Ein Feuerwachturm, die Türme hatten mit, ach so, das gab ja auch Waldbrände und so, ne? Feuerwache sind größere Feuerwehrhäuser, die besser auf Feuerwehrrettungseinsätze vorbereitet sind und größere Einzugsgebiete abdecken können. Das Sozialamt bietet finanzielle Unterstützung für Bürger mit niedrigem Einkommen, wodurch sich deren Wohlbefinden erhöht. Die Wahrscheinlichkeit für wiederholte Straffälligkeit senkt. Polizeihauptquartier, große Station. Also was ist, ja, wie groß ist denn so eine Polizeistation jetzt? Ich würde ja vermuten, dass auch alles groß ist. So, also, das ist eine Feuerwehr. Die ist dann erstmal so groß. Bevölkerung. Was bin ich? Bevölkerung? Genau, hier, Feuerwehr. So. Und ziemlich zentral am besten hinsetzen irgendwo, ne? Industriegebiete brennen bestimmt häufig. Ich würde es erstmal hier hinsetzen. Sind die Stromleitung im Weg. Und auch eine Feuerwehr. Aber ich glaube, Feuerwehr brauchen wir nicht unbedingt im Industriegebiet, oder? Brauchen wir eher im Wohngebiet. Was? Moin, und was ist jetzt neu? Da musst du gucken, ne? Musst du gucken. Das ist ein neues Städtebausimulator-Spiel. So, wie jedes andere Städtebausimulator. Angefangen bei SimCity. Kannst ja eigentlich bei SimCity anfangen in den 90ern, ne? Ist immer das Gleiche. Man baut eine Stadt, das sieht ein bisschen schöner aus, ist ein bisschen neuer, ein bisschen performance-intensiver.
Jeder Bewohner, ne? Jetzt kannst du gucken, wo die wohnen, kannst du gucken, was sie machen, kannst du verfolgen. So, und vor allen Dingen mega sind diese neuen Geschichten, ne? Das ist zum Beispiel eine Schule. Und diese, also früher war eine Schule, das sagte ich vorhin gerade eben schon, ne? Früher war eine Schule halt so groß wie so ein kleines Haus. Und da konnten tausende Leute rein. Und jetzt hast du halt wirklich, die Gebäude haben eine gewisse Größe bekommen. Was ja auch definitiv richtig ist. Und können dann tatsächlich auch noch abgegradet werden. Im Spielplatz. Oben noch einen erweiterten Flügel. So, dann wird es einfach ein bisschen breiter. Das bleibt aber auf der gleichen Grundfläche. Oben noch eine Kinderklinik. Ah, schon cool. Das wäre ich. So, unsere Wohnhäuser hier. Entstehen richtige Wohnhäuser mittlerweile. Sogar mit schönem Meerblick, ne? So, wir haben ja auch die Müllverbrennung neu, ne? Ah ne, das Recyclingzentrum, genau. Wir wollen recyceln und nicht mehr nur verbrennen. Das ist auch riesengroß. Deswegen, der Platzbedarf ist auf jeden Fall größer geworden. Kann ich das ganze Teil verschieben, aber das ist die Deponie wahrscheinlich weg, ne? Aber recyceln kann ja nicht ganz so viel Dreck machen. Normalen Bahnschienen. Kann also Bahnschienen, so ein Bahnübergang. Ist natürlich auch, und vor allem, wenn ich das jetzt hier noch, nee, schließe ich hier nicht an. Aber wenn ich jetzt hier anschließe, dann habe ich hier ein totales hier Stauchaos wahrscheinlich. Ach Mann, das wollte ich nicht. So, Industrie. Wir brauchen Industrie. Wir haben auch neue Spezialindustrie irgendwo. Industriezonen. Da müssen wir nämlich mal gucken. Das ist aber wahrscheinlich später wieder. Okay, das sind diese. Hier, Spezialindustrie. Landwirtschaft. Cool, freue ich mich auf die ganzen Getreidesachen. Das wäre cool. Steinberg. Das soll halt auch alles ein bisschen für Einnahmen sorgen, ne? Aber egal, ich wollte jetzt erstmal recyceln. Ist da hinten nicht mehr zu dem. Kriegen wir hier nicht hin. Suchen nach natürlichen Ressourcen. Spezialindustrie. Gucken wir gleich. So. Oh Gott. Das kann auch noch vergrößert werden. Dann kriegt es da hinten noch eine Halle dazu. Sondermüllsammelstelle. Kann man anbauen. Und noch so ein riesiges Gebäude könnte man auch anbauen. Muss natürlich irgendwo immer Straße, Industrie weichen. Spannend. Aber man kann das natürlich auch verlegen. So in dem Bereich hier hinter das Kraftwerk vielleicht. Vielleicht ist das nochmal eine Variante. Von hier, na, da würde ich jetzt nicht nochmal abzweigen wollen. Das könnten wir wegnehmen und dahinter eine Straße längs ziehen und dann sind wir dahinter mit der Industrie. Ja, das mache ich. Ich habe alles verstanden, oder? So, obiges Zeugs. Erstmal mal da raus. Dann hier so ein bisschen rum. Da merke ich schon, auch da täuscht der Platz. Ist gar nicht so viel Platz, wie ich zuerst dachte. Ja, ne, da wird die Industrie auch so nicht hinpassen.
Da muss man natürlich bei jedem Gebäude mittlerweile schon so ein bisschen abchecken. Wie viel größer will das mit der Zeit noch werden, ne? Ja, das ist durchaus denkbar. Hätte ich mir auch überlegt, ob wir hier eine Brücke oder sowas drüber bauen, aber ich glaube, man kann ja später theoretisch auch Bahnschienen noch verlegen und so, ne? Oh Gott, das kostet 160.000 im Monat? Ich dachte, damit verdienen wir Geld. Miese läuft bei uns nicht. Wir brauchen mehr Gewerbe. Was ist denn mit dem Gewerbe hier? Können wir nicht mal größeres Gewerbe ansiedeln? Leider noch nicht. Das reicht erstmal an Gewerbe. Ein bisschen Industrie. So, dann müssen wir mal gucken, was war jetzt mit dieser Nutztierhaltung? Wo will ich denn eigentlich später hin mit der Landwirtschaft? Man weiß es noch gar nicht so genau. Also natürlich eigentlich so auf diese Flächen hier, ne? Ich kaufe erstmal ein paar. Jedes wird immer ein ganz bisschen teurer im Kauf. Aber es ist cool, finde ich, dass es jetzt kleinere Quadrate sind und man nicht irgendwie immer gleich ein Viertel der Karte kaufen muss. Sondern hier wirklich geschickt einfach erstmal zur Not nur einen dünnen Streifen machen könnte, weil man dann irgendwann merkt, ach, da ist Top-Gebiet. Da müssen wir hin. Und dann erweitert man rundherum. Und natürlich werden wir mit der Zeit Stau-Chaos kriegen. Das gehört aber zum Spiel auch dazu. Muss es auch. Wir brauchen auch Stauflächen später. Wir brauchen Stau. Aber noch ist Verkehr lebt noch. So, was ist das? Gesundheit. Müll. Feuerbekämpfung. Katastrophenschutz. Ah, okay, wir brauchen noch dieses hier so ein. Das muss ich erst freischalten, ne? Aber der kann auch noch. Also ein Tempel kann dann noch ausgebaut werden. In den Friedhof. Noch ein Mausoleum und später noch eine Urnenhalle. Was hört? Die Industrienachfrage würde gerade ein bisschen gedeckt werden hier. Hier vorne könnte ich noch was hinbasteln. Und hier würde ich jetzt nicht unbedingt, weil dann zieht er uns diesen Fluss auch wieder so komisch, ne? Ja, finde ich auch. Also gefühlt ist die Karte echt riesig. Aber weiß ich nicht. Man braucht auch mehr Platz halt für solche Gebäude. Aber es schockt, finde ich cool. So, bin auf jeden Fall völlig drin wieder im City Building. Aber ich bin auch völlig pleite gleich, wenn das so weitergeht. Wir müssen die Steuern draufsetzen, glaube ich. Ja, da bestellen wir schon eine Schraube mit nur 1%. Wir können das auch noch halt gefilterter machen. Also wir können sagen, ne, die Textilien müssen viel mehr Steuern bezahlen als die Getränkeherstellung oder die Fahrzeuge müssen mehr. Das ist auch ganz schönes Mikromanagement nachher, was die Steuern angeht. Die Dienstleistungen, da können wir halt auch ein bisschen kürzen. Da haben wir neu freigeschaltet. Denn da haben wir das große Miese, ne? Unsere Müllindustrie hier ist viel zu teuer. Dem können wir mal eigentlich ein bisschen das Budget kürzen. Um nicht zu sagen, den müssen wir eigentlich auch das Budget kürzen. Weil meine Haushaltsbilanz ist ja furchtbar. Unausgebildet, die können ja auch nicht viel bezahlen, aber die Ausgebildeten müssen mehr bezahlen, ne? Das andere Ding ist, wir müssen mal kurz auf Pause machen.
bin schon wieder bei einer halben Stunde. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Ich glaube, ja, doch, ein Stück ist noch da. Danke, bis gleich und tschüss.